Opposition bei uns kann sich nur vollziehen auf der Grundlage und der Anerkenntnis unseres sozialistischen Systems. Das beanspruchen wir ebenso, wie das in unserem Nachbarstaat, der Bundesrepublik Deutschland, von den dort Verantwortung tragenden politischen Kräften praktiziert wird. Auch dort kann sich nur artikulieren, wer sich zu den Grundlagen dieser Gesellschaft bekennt, wenn er dort eine Veränderung des Systems will und den Sozialismus will, dann ist er vom Fenster. Also wir vertreten den Konsensus, die demokratische Diskussion auf der Grundlage unserer Verfassung mit allen Kräften, die sich zu dieser Verfassung bekennen. Ich möchte einen wirklichen, wahren Dialog und ich möchte nicht, dass sich plötzlich Leute ein Fell anziehen, das ihnen nicht gehört. Wir haben gekämpft für dieses Land, für unsere Republik, für einen Sozialismus, der lebenswert ist, der wahr ist, der menschlich ist. Oktober 1989, Ost-Berlin. Repräsentanten von Stadt und Partei diskutieren mit der Bevölkerung. Als einziges Mitglied des Politbüros stellt sich Günter Schabowski der Auseinandersetzung. Ich habe mich bei aller Kompliziertheit der Lage und so weiter, habe ich mich so wohl gefühlt, wie ich in meiner ganzen politischen Arbeit nie gefühlt hatte zuvor. Ich hatte erstmals das Gefühl, ich habe für mich selber einzustehen. Ich brauche nicht bei jedem Wort, was ich sage, mir immer die Frage vorzulegen, also liegt das auch völlig, also geht das konform mit der Linie und ich habe ja viel mit Problemen zu tun gehabt und die Probleme konnten ja gar nicht freihändig, also sagen wir öffentlich behandelt werden. Ich habe immer abgewinkt bei Fernsehberichterstattung, komm, lass uns mal in Ruhe und so weiter. Andere waren furchtbar geil darauf, also auf der Mattscheibe zu erscheinen. Mir lag mehr daran, mit den Leuten zu reden. Also erstmals war eine solche Situation und ich habe das als eine Chance empfunden, mit den Menschen sprechen zu können. Günter Schabowski, 61 Jahre alt, Journalist, langjähriger Chefredakteur des Neuen Deutschland. Zur Zeit der Wende erster Bezirkssekretär der SED in Berlin, Mitglied im Politbüro. Gemeinsam mit Egon Krenz, Schabowski als Drahtzieher für den Sturz Erich Honeckers. Herr Schabowski, Sie sind als Kandidat oder als Vollmitglied zwischen 8,5 Jahre, glaube ich, Mitglied im Politbüro gewesen. Die Sitzungen waren immer am Dienstag um 10 Uhr. Beschreiben Sie doch mal die Physis dieses Raumes. Wer war da drin? Wer hat da das große Wort geführt? Wer hat nichts gesagt? Wie haben Sie gesessen? Wo saß zum Beispiel Honecker? Wo saßen seine unmittelbar Vertrauten? Wie sah das da aus in dem Raum? Die Szenerie war nicht spektakulär. Ich nehme an, es wird in vielen Vorstandsetagen bei Ihnen nicht so wesentlich anders ausgesehen haben oder aussehen. Ein verhältnismäßig großer Raum, der einen großen Hufeisenförmig zusammengestellten Tisch hatte. Und an der Stirnseite, also dieses eckiges Hufeisen, sag ich mal, ja, saß Honecker. Ich saß von Honecker aus betrachtet auf der linken Seite. Links von ihm an der Stirnseite dieses Vordertisches saß der Protokollführer. Wer war das? Das war ein Abteilungsleiter, Leiter des Büros, des Politbüros. Und dann gruppierten sich an den Seiten, an den Außenseiten der beiden langen Tische, die auf diesen Fronttisch stießen, die Mitglieder und die Kandidaten des Politbüros. Die, sagen wir mal, die einzig ins Auge fallende Unterscheidung war, dass die Kandidaten des Politbüros jeweils am Ende der beiden Flügel ihren Platz hatten.
Es gab keine alphabetische Sitzordnung, wie hätte man die auch da inszenieren können. Man saß da wahrscheinlich, ich kann es nur so vermuten, weil ja die meisten Mitglieder des Politbüros doch lange schon vor mir im Politbüro waren, nach einer Sitzordnung, die allerdings fest war und die sich wahrscheinlich im Laufe der Zeit ergeben hatte. Ich saß, wenn man also die Blickrichtung zum Tisch an der Stirnseite wählt, zwischen Jarowinski, Richtung Stirnseite, und links von mir Werner Eberlein. Und da haben Sie schon so ein Beispiel dafür, wie sich diese Sitzordnung gefügt hat, nicht? Ja. Eberlein kam nach mir ins Politbüro. Saß und dann waren da zwei Ihnen, ja. Zwischen dem Kandidaten Schürer. Und da wurde dann Eberlein dazwischen passiert. Wie ist das, wie war das? Sind Sie da zusammen reingekommen oder waren Sie schon im Raum, als Honecker kam? Oder wie lief das da ab? Das war eine pünktliche Truppe. Die Mitglieder des Politbüros fanden sich durch die Bank schon vor Beginn der Beratung ein, also immer schon vor 10 Uhr, die hörte sich so. Und der Letzte, der eine Minute oder zwei Minuten vor Beginn der Sitzung erschien, war dann der Generalsekretär, war Erich Honecker. Und lief alles sehr zivil ab. Er kam rein und begrüßte jeden mit Handschlag, wanderte so um das Hufeisen herum. Und dann ging es los mit dem Verlesen des Protokolls der letzten Sitzung. Wer hat da gelesen? Also dieser Abteilungsleiter. Der Protokollführer. Der Protokollführer, ja. Also wie gesagt, ein völlig normaler Verlauf. Und wie man auch hinzusetzen muss, der auch durch die Persönlichkeit von Honecker mitgeprägt war. Honecker ist ein nicht extrovertierter Mensch gewesen. Ich spreche im Perfekt. Das soll man nicht physisch verstehen, sondern der bezieht sich auf die Existenz dieser Institution, sozusagen, die ja nun wirklich der Geschichte angehört. Sehr ruhig, sehr temperiert. Hitzigkeiten waren verpönt. Und wer hitzig wurde, selbst wenn er eine Position vertrat, die vielleicht von allen oder von der Mehrzahl akzeptiert wurde, dann musste er sich doch wegen der Hitzigkeit mit unseren Rüffel gefallen lassen. Aber die Schar äußerst selten. Er hatte das voll im Griff, Honecker. Er hatte das voll im Griff. Und ich weiß nicht, wie das zu Beginn war, aber er hat ja schon einige Zeit vor 71, als er noch nicht Generalsekretär war und Ulbricht schon nicht mehr so gesund war, die Leitung des Sekretariats übernommen. Und hat Ulbricht sicherlich auch wiederholt vertreten im Politbüro, sodass von der Ecke her überhaupt keine Frage der Autorität oder dergleichen sich stellte. Nun saßen da ja ganz unterschiedliche Temperamente beieinander. Also, um ein paar Namen zu nennen, Bielke, Kessler, Mittag, Stoff, Sindermann, Joachim Herrmann, Sie auch. War da einer besonders vorlaut? Gab es da einen, der richtig geschwätzig war? Gab es da einen, der nie in seinem Leben was gesagt hat? Also das, wenn ich sagte, die Atmosphäre war nicht spektakulär, der Raum war nicht spektakulär, dann gilt das auch für den Ablauf dieser Sitzung. Es gab Tagesordnung, mitunter sehr umfangreich, 20 Punkte. Gegenstand der Tagesordnung, ich will nur kurz skizzieren, um anzudeuten, weshalb es da nicht zu großen Temperamentsausbrüchen kommen konnte, waren Fragen der Wirtschaftspolitik, bestimmte Fragen der Außenpolitik, also des Auftretens von Regierungsvertretern auf internationalen Konferenzen, Veranstaltungen offizieller Natur, die im Politbüro dann regelmäßig auch besprochen wurden. Und alle diese Vorlagen wurden zuvor von dem Einreichenden mit dem Generalsekretär besprochen. Und wenn der befand, die Vorlage ist in Ordnung, dann kam sie rein. Also wusste jeder im Grunde, dass das, was auf der Tagesordnung erschien oder was ja mal ein Papier vorlag, die Bildung des Generalsekretärs hatte. Und dieser Stil führte dann schon dazu, dass es keine besonders üppigen und lebhaften Debatten gab. Also die Dinge sind ja mehr oder weniger in Ordnung. Bestenfalls der Einbringer befand dann noch oder empfand die Notwendigkeit, vielleicht noch diesen oder jenen Satz dazu zu sagen. So war der normale Ablauf. Deswegen wurden also solche Tagesordnungen mit 15, 20 Punkten gewöhnlich
zwischen 10 und 12:30 abgewickelt. Zügig. Das Politbüro, Schaltstelle zwischen Sozialistischer Einheitspartei und Regierung. Erich Honecker als erster Sekretär des Zentralkomitees der SED, Vorsitzender des Politbüros, war zugleich Vorsitzender des Staatsrates und des Nationalen Verteidigungsrates. Ihm gegenüber spielte Willi Stoff, seit 1976 Ministerpräsident und Repräsentant der Regierung im Politbüro, eine eher untergeordnete Rolle. Als engster Vertrauter Erich Honeckers galt Günther Mittag, ZK-Sekretär für Wirtschaft und stellvertretender Staatsratsvorsitzender der DDR. Verantwortlich für Propaganda und Volksbildung Kurt Hager, der Chefideologe der Partei. Über 30 Jahre war Hager ZK-Sekretär für Wissenschaft und Kultur. Seit 1946 Mitglied des Parteivorstandes und seit 1986 im Politbüro Heinz Kessler, Verteidigungsminister. Erich Mielke, seit 1957 Minister für Staatssicherheit der DDR, Herr über 25.000 hauptamtliche und etwa 80.000 inoffizielle Spitzel. Die Stimme der Gewerkschaft, Harry Tisch, Vorsitzender des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes. Tisch gehörte dem Politbüro seit 1975 an. Egon Krenz, ZK-Sekretär für Jugendfragen, mit 52 Jahren jüngstes Mitglied im Politbüro, galt lange Zeit als Honeckers designierter Nachfolger. Sie haben ja sozusagen nach Feierabend außerhalb der Politbürositzungen relativ wenig miteinander zu tun gehabt, nicht? Ganz wenig oder überhaupt nicht, kann man sagen. Es gab keinen familiären Kontakt oder Hausbesuche oder dergleichen. Ein Kegelabend oder? Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Der Einzige, der sich, sagen wir, diese Abschweifung in normale Lebensform gestattete, war Honecker, waren Honecker und Mittag. Aber auch die hockten nicht etwa abends zusammen, sondern die trafen sich beide als Individuen, nicht im Kreise von Familie oder so, häufig bei der Yacht. Aber wir alle lebten also für uns hin und vor uns hin. Das hat sicherlich mehrere Ursachen. Also das hängt mit der altersmäßigen Schichtung zusammen, mit dem Zeitpunkt, wann wer ins Politbüro gekommen ist. Wir haben ja junge Politbüro-Mitglieder in Anführungsstrichen, die schon über 70 oder an die 70 waren, wie Kessler und Eberlein. Wir haben Jüngere, dem Alter nach Jüngere, die eben auch später erst ins Politbüro gestoßen sind. Und wir hatten ja, also die Mehrzahl der Politbüro-Mitglieder war ja schon über viele Jahre im Politbüro. Und, also auch in sehr unbeweglichen Kompetenzen. Also da gab es ja Kandidaten wie Kleiber und Jarowinski, die also über ein Jahrzehnt und noch länger als Kandidat verharrten auf der Stelle. Ja, also das waren sehr, sehr deutlich abgezirkelte Beziehungen, sowohl von der Kompetenz her wie für den persönlichen Bereich anbelangt. Ich glaube nachträglich, dass auch die Pfründe, die sich einige dort geschaffen hatten im Laufe der Jahre, auch als Bremse gewirkt hatten, sich als Jüngeren gegenüber aufzuschließen oder den Verkehr etwa zu ihnen zu suchen. Und wir sahen auch keine Veranlassung, also da irgendwelchen Leuten am Rockzipfel zu hängen. Aber die waren denn für sich. Die schwirrten am Wochenende aus Wandlitz ab auf ihre Latifundien, von denen und von deren Ausmaßen wir nichts wussten und von deren Ausgestaltung wir nichts wussten. Ich weiß, dass, wenn ich das jetzt wieder sage und das hört jemand und sieht jemand, dann wird wieder also Entrüstung da sein und Unglaube, dass das unmöglich ist, aber es war so. Ich habe mir das versucht zu erklären, damit, dass ja vielleicht doch in einer der Vorstandsetage eines großen westdeutschen Konzerns, wo Leute sich in einer relativ dünnen Luft finden und wo jeder ein sehr präzise abgestecktes Territorium verantwortet, dass also man da auch nicht so ohne weiteres vielleicht über solche sich offenbart. Kompetenzterritorien springt. Wenn ich eine starke individuelle Zuneigung oder Freundschaft oder so sich zufällig entwickeln sollte. Was bei uns in einem solchen Fall hinzukam, war der Umstand,
dass man irgendwie wusste oder ahnte, dass das nicht besonders gutiert wird, wenn man sich da mit irgendjemandem zusammenfindet und demonstrativ mit dem immer zusammen ist. Da fällt das Wort Fraktionsbildung. So, genau. Und hier gab es nur sozusagen amorpher Teil. Und der, wenn er sich also sozusagen magnetisch auszurichten hat, dann nur auf den Mann an der Spitze. 7. Mai gab es die Kommunalwahlen in der DDR, die sehr viel böses Blut gestiftet haben in ihrem eigenen Lande und reflektiert dann auch bei uns, weil ganz offenkundig die Ergebnisse manipuliert waren. Zu einer Zeit, in der die Unruhe in der Bevölkerung schon sehr viel stärker spürbar war als bei anderen Wahlen früherer Zeiten, die ja auch nicht auf reguläre Weise zustande gekommen sind. Wie hat man das im Politbüro? Im Politbüro funktionierte wieder die Realitätsverdrängung. Es gab die übliche sogenannte Einschätzung des Wahlergebnisses, des Wahlverlaufs in der Sitzung nach der Wahl. Und diese Einschätzung, die rückte in den Mittelpunkt, dass wieder ein überwältigendes Bekenntnis in dieser Wahl zum Ausdruck käme, zum Sozialismus und natürlich damit also zur Politik der Führung und zur Politik Honeckers. Und es wurde dann mit vielen Dingen belegt und mit der Art der Wahlbeteiligung, die ja schon in diesen und jenen Teilen der Republik also so und so viel Prozent betragen, aber die Wahlbeteiligung selbst und der Zeitpunkt, bis zu dem, welche Wahlbeteiligung festgestellt wurde, wurde ebenso bewertet wie das Wahlergebnis. Ja, also da hat man wieder diesen Formalismus. Und dann natürlich also diese üblichen 99, so und so viel Prozent oder 98% und so viel. Alles das wurde, in Verdrängung der Realität, denn jeder musste sich ja sagen, also das ist ein ganz unwirkliches, ein geradezu gespenstisches Ergebnis. Ist angesichts der Stimmung. Genau. Angesichts der Stimmung. Was die Vorgeschichte der Wahl anbelangt, wenn ich gleich hinzusetzen darf. Aus den Bezirksorganisationen der Partei waren zuvor und schon Wochen zuvor eine ganze Menge von Signalen gekommen. Auch natürlich überhaupt nicht überraschend, man hätte dieser Signale überhaupt nicht bedurft, aber sie kamen. Und liefen darauf hinaus, dass man nicht damit rechnen könne, dass also ein solches Wahlergebnis zustande käme wie in den vergangenen, bei früheren Wahlen, ja, also diese hohen Prozentzahl. Und in Beratungen, die auch von den Bezirksorganisationen beeinflusst waren, Beratung an zentraler Stelle, ist das zur Sprache gekommen. Und es wurde direkt signalisiert, also Kinder, macht euch keine Illusionen, das wird mieser werden. Natürlich immer in diesen grotesken Relationen, ja, so wie die Prozente, die Hochrechnung gewissermaßen, aus denen war dann, also wie aus dem Kaffeesatz zu deuten, um wie viel schlechter die Stimmung ist in der Tat. Ja. Also man musste dann faktisch die Zehntel Prozente hätte man mit einem bestimmten Faktor mal nehmen müssen. Und dann hätten alle Eingeweihten gewusst, wie die Sache liegt. Und das ist auch zuvor akzeptiert worden. Ich habe ja mit dieser Problematik in Berlin auch zu tun gehabt. Jetzt, also nach der Wende, wo dann überall festgestellt wurde, dass also konkrete Wahlfälschungen vorgenommen worden sind. Und ich muss sagen, ich bin ja auch vernommen worden in dieser Frage. Das hat ja einen strafrechtlichen Hintergrund. Das ist ja eine der übelsten Verletzungen, also der Staatsbürgersouveränität. Und ich habe in den Vernehmungen nur sagen können, dass von mir im Rahmen meiner Kompetenz und meiner Möglichkeiten alle nachgeordneten Leitungen darauf hingewiesen worden sind, dass sie keinen Blödsinn machen. Also Blödsinn machen heißt, also sich im Wahllokal etwa rumstreiten mit irgendwelchen Bürgern, die diese Prozesse mit kontrollieren. Das war ja immer üblich. Aber in diesem Jahr war auch deutlich, dass die
oppositionellen Kräfte also ihre Möglichkeiten stärker wahrnehmen würden und dass da nicht beim Strich durch den Zettel festgestellt wird, etwa unten ist noch ein Name übrig geblieben und der gilt als gewählt, sondern durchgestrichen ist ein ungültiger Stimmzettel dann. Ja? Und dass ich entsetzt bin darüber, jetzt zu hören, dass also in einer ganz primitiven Weise direkt Zahlen gefälscht wurden, ja, dass es offensichtlich eine Fälschung war, die nach einem zuvor fixierten Konzept vorgenommen wurde. Von wem war das Konzept? Ich muss Ihnen sagen, ich weiß es nicht. Das hört sich wirklich schauerlich an. Aber ich kann nur vermuten, dass das eine Praxis war, die bei jeder früheren Wahl so geübt wurde, aus einem wirklich wahnsinnigen dekorativen Effekt heraus, weil ja diese Zehntelprozente überhaupt nichts bedeutet haben. Und es handelt sich dabei um irgendwelche Zehntelprozente oder vielleicht um Prozent. Und dass die Leute, die das also jedes Mal betrieben hatten, nach dem alten Rezept, ohne dass das beispielsweise zu meiner Kenntnis gelangt war, und ich kann ja nur meine engsten Mitarbeiter damit anrufen oder in dieser Frage anrufen, sie bezeugen das, dass mir das nicht bekannt war, dass das also auch von staatlicher Seite aus also so betrieben worden ist, dass da Leute rumgefahren sind. Ich habe das alles aus Gesprächen mit Betroffenen. Unglücksraben, muss ich sagen, ja, denen gegenüber man tiefste Bedauern empfinden kann, weil sie, ohne dass dafür sie irgendein persönlicher Vorteil herausgesprungen wäre, selbst das wäre ja verwerflich, aber sich also für diese Fälschung hergegeben haben. Also eine schauerliche Sache. Ich habe auch in diesen Vernehmungen noch mal erklärt, nur ich sage das hier nur, Herr Friedrichs, damit Sie meine Position dazu kennen, weshalb ich das auch so für so aberwitzig halte. Die Manipulation der Wahl, die bestand ja nicht in erster Linie oder konnte ja nicht zählen und durch diese lächerliche Jagen nach Prozenten, sondern die Manipulation bestand ja darin, dass das ganze Wahlverfahren eine Farce war, also das Zettelfalten, das Nichtvorhandensein einer Wahlkabine beispielsweise, oder wenn sie vorhanden war, dass man sie so stellte, dass keiner reingeht, der musste erst einen langen Weg machen und da war quasi ein Spießrutenlauf, dass es nicht mehrere Kandidaten gab und so weiter. Darin lag ja die entscheidende Manipulation. Diese subtilere Art der Verfälschung des Wählerwillens führte ja schon zu solchen absurden Ergebnissen, dass man nur noch danach, wie gesagt, aus dekorativen Gründen solche Dinge veranstaltete. Das zeigt nur die ganze Absurdität und die Verachtung also jeder wirklichen demokratischen Äußerung der Menschen, selbst wenn Demokratie nicht nach meiner Auffassung reduziert sein sollte auf den Wahlvorgang. August 1989. 150 DDR-Bürger besetzen die ständige Vertretung der Bundesrepublik in Ost-Berlin sowie die Botschaften in Prag und Budapest. Auf diese Weise wollen sie ihre Ausreise in die Bundesrepublik erzwingen. In den kommenden Monaten werden ihnen Tausende folgen. Damit wurde die Labilität der Verhältnisse in der DDR im Grunde ruckartig offensichtlich. Und es hat uns eigentlich in eine Art Hilflosigkeit gebracht, ich muss dazu sagen. Also die Hilflosigkeit resultierte natürlich daraus, dass man einen solchen miesen Eindruck der DDR international um jeden nur denkbaren Preis hätte vermeiden wollen, aber man konnte ihn nicht mehr vermeiden. Es war eine Situation, für die es auch keine Muster gab, also keine Bewältigungsmuster gab. Und so wurde dann also von Tag zu Tag taktiert. Und nicht nur taktiert in Bezug auf die Vertretung und was man von ihnen verlangte, und so, sondern auch taktiert im Hinblick auf bestimmte Sicherungsvorkehrungen und Abschirmung und weiß der Teufel alles. Also damit fing die letzte besonders miese Phase also des Abbaus des DDR-Renommees im Grunde an und nahm ja dann ihre Fortsetzung in den
in dem Exodus, der sich über Ungarn dann abwickelte und in den ungeheuren Botschaftsbesetzungen, spektakulären in der CSSR. Ja. Gab es da innerhalb des Politbüros unterschiedliche Bewertungen? Gab es da Verfechter des harten Kurses und gab es Leute, die mehr für Nachsichtigkeit, Nachgiebigkeit waren? Also solche Differenzierungen haben sich in der offiziellen Linie des Politbüros also zunächst mal nicht bemerkbar gemacht. Ich bitte immer wieder in Betracht zu ziehen dabei, dass also solche Differenzierungsprozesse bis dato nicht Praxis waren oder solche Differenzierungen, wenn sie überhaupt also drin lagen in der Materie, also, sondern das hatte im Hinblick auf die Lage im Politbüro insofern eine Auswirkung, als die Prozesse, die sich im Einzelnen abspielten, dadurch mächtig beschleunigt wurden und auch eine andere Situation entstand in Bezug auf das Aufeinanderzugehen und mit diesem oder jenem zu reden. In dieser Zeit also hat es dann schon diese Gespräche gegeben. Ist alles schauerlich, wenn ich das nachdenklich so sage, dass ein Gremium mit einer solchen Kompetenz oder so angemaßen Macht Kompetenz auch, und Macht, also dass dort also die Möglichkeiten eines unvoreingenommenen Erörterns solcher gravierenden Probleme nicht stattfand. Das ist eine Katastrophe gewesen. Heißt das, dass das Politbüro eigentlich die Brisanz dieser Entwicklung gar nicht begriffen hat zu der Zeit? Ja, die Brisanz, die wir heute also rückschauen, kennen, also, ja, mit Sicherheit nicht. Sondern da schwang immer die Illusion mit, also das ist noch nicht von substanziellem Schaden für die DDR, von riesigem Schaden, was ihr Ansehen belangt, aber dass diese DDR auseinanderbersten könnte. Auf den Einfall ist keiner gekommen. Also diese Vorstellung bestand nicht und sie bestand ja bei Ihnen ebenso wenig, obwohl Sie die Dinge ja viel unbefangener betrachtet haben als wir. Und wir alle sind ja im Grunde von dem Tempo dieser Veränderung dann später überrascht worden. Aber Sie sprachen nun vom August. Ja, wenn ich gleich anfügen darf, dass die erste sagen wir mal, Eruption im Politbüro infolge dieser Entwicklung, die fand, und die erste dieser Art überhaupt in der Geschichte der SED, fand statt im September. 5. September auf der Sitzung. Wo, also Honecker war im Krankenhaus, war ja also Darm operiert und Mittag leitete die Geschäfte. Krenz war also in Urlaub geschickt worden und an dieser Variante ist etwas dran. Er wollte nicht in Urlaub. Er war sich nicht so schlüssig, ja, ob er in Urlaub geht und bei der Lage ist es ja auch wirklich naheliegend. Und umgekehrt hätte es dem Politbüro ja nicht geschadet, wenn also so viel wie möglich Leute auf der Kommandobrücke gewesen wären in dieser Lage. Das ist ja, dürfte ja wohl ein Stück politischer Verantwortung gewesen sein. Aber er, Honecker, ohne dass wir also in dieser Richtung irgendwie, wir können die Tatsachen nehmen, war offensichtlich der Überzeugung, dass also mit Krenz die Dinge nicht so entschieden zu bewältigen sind wie mit Mittag. Also Hardliner. Und im September kam es zu einer ersten unbefangenen Debatte im Politbüro, die ausgelöst wurde durch die Forderung eines Mitgliedes, Kinder, wir können doch nicht mehr, also schon die Tonlage, die war bemerkenswert, ja? Wir können doch nicht also diese Dinge so weiter schleifen lassen, wir müssen uns doch an das Volk wenden. Wer war das? Das war Kolikowski. Und das erscheint jetzt etwas widersinnig. Ich hatte mit ihm eine Auseinandersetzung über diese Erklärung, und zwar eine heftige, dass ich auch zum Schluss gezwungen war, mich zu revozieren, was die Tonlage anbelangte. Ich war nicht generell gegen eine Erklärung, bloß ich sagte, also hör mal, wenn du eine Erklärung willst, dann musst du doch erst mal sagen, was du in dieser Erklärung dem Volk vorsetzen willst. Ja. Wenn das nur wieder also auf eine allgemeine Beschwörung hinausläuft, dann können wir uns den Mist schenken. Wenn in dieser Erklärung nichts gesagt wird, also zu diesem Exodus, wenn nicht gesagt wird, wie wir ihn
verhindern wollen, dadurch, dass wir den Menschen andere Möglichkeiten einer gesellschaftlichen Existenz einräumen, dass wir die Reisefreiheit also anpacken. Wie immer, in welchen Etappen, in welchen Stufen, in dieser Radikalität, wie sich dann am 9. vollzogen hat, daran habe ich auch noch nicht gedacht. Aber dass es eine absolute Möglichkeit für die Bürger geben muss, in jedes Land ihrer Wahl zu reisen, das stand dahinter. Dass wir uns über die Ökonomie unterhalten müssen, über Reformen in der Wirtschaft, die den Produzenten die Möglichkeit geben, also selbst Entscheidungen zu treffen für ihre Produktion. Dass wir uns über die Versorgungsfragen unterhalten müssen, über die Relation. Das alles am Sieg Krolikowski vor. Also drei oder vier Punkte dieser Art habe ich dort genannt und da Beifälle im Kopf nicken und später auch mit Zustimmung einiger anderer Bezirks. Dann wurde diese Debatte, wie gesagt, nachdem noch zwei oder drei in dieser Richtung gesprochen hatten, also Lorenz hat sehr emphatisch auch gesprochen, der ist an sich kein Mensch, der zur Emphase neigt, und Böhme sprach auch noch, dann meldete sich ein anderes Mitglied des Politbüros und sagte, also die Debatte nehme einen sehr prinzipiellen Charakter an. Und er sei dafür, sie doch abzubrechen. Und war das sie, Hager? Das war Hager, ja. Und sie fortzusetzen oder neu zu beginnen, wenn der Generalsekretär wieder im Politbüro weilt. Und da muss ich nun sagen, rückschauend, dass das ein weiterer gravierender Fehler war, dass wir uns, die wir uns nun endlich, also so lächerlich wie es sein mag, ja, freigeschwommen hatten zu einer ungezügelten Debatte über die Dinge, die uns ja alle auf den Nägeln brannten, dass wir nach diesem reglementierenden Hinweis von Hager wieder die Schnauze hielten. Vielleicht in der kleinen oder kleinlichen Genugtuung darüber, dass wir nun endlich mal das Maul aufgemacht hatten. 19. August 1989. 600 Bürger der DDR nutzen ein Fest der Pan-Europa-Union in Ungarn zur Flucht in den Westen. 11. September. Budapest öffnet offiziell die Grenze nach Österreich. Bis Ende Oktober kommen 50.000 über diesen Weg in die Bundesrepublik. In den Botschaften in Prag und Budapest haben sich unterdessen tausende Fluchtwilliger gesammelt. Sie leben in unzumutbaren Verhältnissen. 4. Oktober 1989. Auf Initiative der Bundesregierung gelingt es, die Botschaftsbesetzer mit Sonderzügen in die Bundesrepublik zu bringen. Als Kommentar Erich Honeckers veröffentlicht das Neue Deutschland die Bemerkung, die Flüchtlinge seien Asoziale, denen man keine Tränen nachweinen solle. Das war doch eigentlich die Kapitulation. Das nicht mehr zu verhindern war, wenn Leute, die nicht länger hier leben wollten, gefahrlos, wenn auch nur temporär, zurückkommen durften auf dem Weg in ein anderes Land. Was? Ja, die Kapitulation war es nicht. Die Kapitulation hieß ja, dass also man seinen Abschied nehmen musste. Das ist ja immer, Herr Friedrichs, das war ja das Dilemma. Man wich, oder die Führung wich Schritt um Schritt zurück und entwickelte gleichzeitig oder setzte fort ihre alte Beharrung. Es war eigentlich der Ausdruck einer absolut ungelösten Situation. Einer Situation, die sich immer mehr zuspitzte auf eine Lösung, bei der dieses Land unter den Hammer kommen musste. Das war das Dramatische und das Unglückliche an dieser ganzen Situation. Und insofern haben Sie recht, kann man die Chosen schon nicht mehr bremsen. Man kann sie schon nicht mehr also kanalisieren. Man verfügt schon nicht mehr über die Mechanismen, die, sagen wir mal, also mit Hilfe von Partnern wie der GSSR zu bewältigen wären, also dann ist das ein Ausdruck für eine, damit wäre ich einwärts, für eine tödliche Schwäche.
für eine tödliche Schwäche. Hat man das so gesehen? Nein, hat man immer noch nicht so gesehen. Also ich meine, wir, Krenzer, nicht? Wir hatten uns schon verständigt, Lorenz, das ist unmöglich. Denn der zog sich ja auch die Bezirke. Wir hatten also kaum Kontakt mit Modo, muss ich sagen. Das ist auch ein Fehler gewesen, dass der nicht schon viel intensiver und früher hergestellt werden musste. Denn ihn traf es mit voller Wucht. Weil also natürlich diese Züge, die durch auf der Gebiet also des Bezirks Dresden zogen, natürlich die Bevölkerung dort also in Wallung bringen mussten und in Wallung gebracht haben. Das war eine unmögliche Situation. Also die Verwirtschaftung wurde immer offensichtlicher. Und unsere Vorstellung, dass also wir also unbedingt personell verändern müssen, wurde immer deutlicher. Also solche Formulierungen wurde immer deutlicher, die spreche ich mit großer Hemmung aus, weil sie mir aus der Rückschau immer wieder aufs Neue bewusst machen, wie wenig konsequent wir endlich uns zu dem Schritt entschlossen haben. Das war ja auch der Beginn der Feierlichkeiten aus Anlass des 40. Jahrestags. Auch das spielte eine Rolle, dass, ich sag mal, in unserem Konformismus, bei aller Vorstellung von den notwendigen Schritten, die zu tun wären, vertagen wir es nach dem 40. Wir wollen ja die DDR, wie gesagt, nicht abschaffen. Die DDR hat ja doch einiges an Vorweisbarem aufzuweisen. Und internationale Beteiligung wird sein. Also den Eklat können wir freuen. Ich fand, was soll überhaupt daraus werden? Wir bumsen ab. Und machen wir die Gäste alle ausladen. Also solche formalen Überlegungen, die nicht, sagen wir, völlig von der Hand zu weisen waren, und sie waren ja auch immer gepaart mit der Vorstellung, wir kriegen die Sache in den Griff. Ja? Also die DDR ist noch nicht am Auseinanderplatzen. Sie ist nur bedrohlich, die Lage. Haben dann dazu geführt, dass also der eigentliche Vorgang nochmal vertagt wurde. Aber die Rede, die Honecker, ich glaube, am 3. Dezember... Ja. Die muss sich doch gespenstisch angehört haben mit den Ohren der Landsleute. War gespenstisch, nicht nur für den Ohren der Landsleute, also für das Land, sondern selbst für die geladen waren im Palast der Republik und sich das dort anhörten. Also es breitete sich, also wenn man seinen Empfindungen trauen kann, wirklich also Beklemmung aus dabei, und man spürte das auch an der schleppenden und zögernden Weise, wie dann an einzelnen Stellen die sozusagen Ritual dazu veranlassten, also Beifall gespendet wurde. Herr Schabowski, nun waren ja Anfang Oktober die 40-Jahr-Feiern aus Anlass der Gründung der DDR, und da kam, also aktueller kann das kaum sein, Michail Gorbatschow nach Berlin, und er war auch im Politbüro. Er hatte vorher schon auf der Straße diesen zwischen ja klassischen Satz gesagt, wer zu spät kommt, den straft die Geschichte. Die Begegnung mit Gorbatschow hat nochmal, im Grunde nur nochmal deutlich gemacht, wie makaber die Situation schon geworden war. Es war eine Sitzung des Politbüros im Schloss Niederschönhausen, wo der Residenz von Gorbatschow. Und sie lief so ab, dass sich zunächst einmal Honecker und Gorbatschow trafen. Übrigens nicht Honecker Mittag und Gorbatschow, sondern nur Honecker und Gorbatschow. Aber Mittag war mit, stand mit vor dem Zimmer, in das sich dann beide zurückzogen. Er wurde nicht aufgefordert, von Gorbatschow mit hineinzugehen. Was bedeutet das? Das bedeutet sicherlich, dass also die sowjetische Führung längst informiert war über die Dinge, die sich im Politbüro entwickelten. Wir hatten ja sowohl Krenz als auch ich, sagen wir mal, zufällige oder gelegentliche Kontakte mit dem sowjetischen Botschafter. Der sowjetische Botschafter wusste genau, wie wir dachten über die Dinge. Also der Sowjetunion ist nicht verborgen geblieben und der sowjetischen Führung, dass sich da eine, sagen wir mal, so eine Jungtürkenfronde entwickelt, ohne dass sie genau wussten, welche Pläne wir hatten, weil wir selbst ja diese Pläne noch nicht präzisiert hatten. Es ist überhaupt über den Umstand, dass Mittag daran teilgenommen hat, insofern gesprochen worden und geschrieben worden,
als sich darin auszudrücken schien, erneut, wie gering die Position der Regierung war. Da kommt also das Staatsoberhaupt, der Parteichef, der Generalsekretär und der Ministerpräsident hätten ihn im Grunde treffen müssen. Der Ministerpräsident saß mit dem Rest des Politbüros, wenn man so sagen darf, in einem Nebenzimmer und wartete, dass die Spitze sich verständigt und dann also rüberwechselte in dieses Zimmer. Mittag nahm nicht oder saß nicht mit uns zusammen. Wir konnten vermuten, dass er mit dabei war. Das streicht schon also die Sonderrolle, die er immer gespielt hat. Aber ich weiß von sowjetischen Journalisten, die Gorbatschow begleitet haben, dass Mittag nicht an dieser Beratung teilgenommen hat. Es ist auch nie widerlegt worden oder uns ist das nie gesagt worden, sondern für uns war einfach nur selbstverständlich, dass auch Mittag dabei gewesen wäre. Ich erwähne das nur, weil dieser letzte Affront, scheinbare Affront, mit dazu geführt hat, dass Stoff bereit war, also die Abdankungsanmahnung an Honecker zu richten. Dazu kommen wir vielleicht noch. Also kurzum, zurück zu dieser Beratung mit dem Politbüro. Die beiden hatten ihr Gespräch gehabt. Sie kommen rüber zu uns in das andere Zimmer. Und Gorbatschow hält eine Rede von vielleicht 15, 20 Minuten mit der ihm eigenen Art sehr feinfühlig, würde ich sagen, weist er die Führung darauf hin, dass die Lage ernst ist, gipfelnd in dem Satz, den Sie schon zitiert haben, aber immer bezogen auf das Beispiel der Sowjetunion. Niemals eine Bemerkung, ihr müsst das und das machen, sondern er schilderte die komplizierte Situation in der Sowjetunion und Schlussfolgerung, wir sind deshalb der Meinung, dass wir so und so verfahren sollten bei uns. Und selbst dieser Satz ist nicht also vordergründig mit der Adresse DDR versehen gewesen, sondern das war eine Sentenz, mit der er die Haltung der sowjetischen Führung, in der er die Haltung so resümierte. Und danach, dann endete er und dann ergriff Honecker das Wort. Honecker war während dieses Vortrags, hatte er seine Farbe verändert. Honecker ist nicht sehr, er ist blass. Und er bekam während des Vortrags einen roten Kopf, Ausdruck also der inneren Erregung, die ihn gepackt hatte. Und er hat dann sehr beherrscht in der Tonlage, er ist immer sehr beherrscht in der Tonlage gewesen, einen Vortrag gehalten, in dem er ausschließlich auf die Vorzüge der DDR verwies, die wirtschaftliche Stabilität. Dabei konnte er sogar anknüpfen an Gorbatschow, der sagte, also ihr steht ja ökonomisch besser da als alle, wir anderen alle. Hier ist er auch also einer falschen Information aufgesessen gewesen. Und er nahm also davon ausgehend Gelegenheit, also die großen Erfolge der DDR auf allen möglichen Gebieten, auf sozialen Gebiet, aber vor allem auf technischen, technologischen Gebiet, also darüber zu referieren und sein Lieblingssteckenpferd war also die Chipproduktion, dass wir auf den 4-Megabit-Chip zumarschieren und das also der Prototyp, also und das hat er eben ja schon ein paar Monate zuvor in Moskau offeriert. Also er gab dort zu verstehen, wenn also du uns indirekt mahnst, uns richtig zu den Realitäten zu verhalten, dann nimm bitte zur Kenntnis, deine Einschätzung der Realitäten ist falsch und unsere ist so und unsere sei richtig. Und dann kam eine Situation, also die geradezu beklemmend waren, er endete und Gorbatschow und seine Begleitung schwiegen. Dann schaute sich Gorbatschow, so schaute halb nach rechts zu Jakowlew und schaute halb nach links zu Falin und dann griente er. Es war ein halb verlegenes Lächeln und dann sagte er so ungefähr, also auf Russisch, wenn man es zweimal setzt, tja, naja, das war alles. Und wir saßen dabei, teils beklommen und teils natürlich auch wissend, dass das auch eine Art Abgesang von Honecker war, denn wir hatten bereits unsere Vorstellung.
Insofern haben wir auch nicht, sagen wir mal, die Notwendigkeit empfunden, obwohl es sicherlich gut und richtig gewesen wäre, die Auseinandersetzung schon dort zu beginnen und sich dort auch zu Wort zu melden und etwas vielleicht noch anzumerken zu den Ausführungen von Honecker. Es hätte die danach folgenden Prozesse sicherlich beschleunigt. Andere natürlich im Politbüro sind sicherlich mit der Auffassung dort rausgegangen, der Honecker hat es ihm gut gegeben. 9. Oktober 1989, Leipzig. Für die Montagsdemonstration an diesem Abend wird gewalttätiges Einschreiten von Polizei und Armee erwartet. Das neue Forum ruft zur Besonnenheit auf. Tatsächlich werden die befürchteten Eskalationen vermieden. Wie ist dieser Tag aus Ihrer Sicht abgelaufen? Also ich bin nun stärker mit den Berliner Dingen befasst gewesen. Ja. Deswegen muss ich einen Augenblick überlegen nochmal. Ja, also das war der Tag, an dem also die Leipziger, einige Leute der Leipziger SED-Führung mit Masur, diesen einen Aufruf. Also zur Gewaltlosigkeit aufgerufen haben, ja. Da ist mir noch bekannt, dass Krenz informiert worden ist. Er muss mir das irgendwann gesagt haben im Laufe des Tages. Das war deshalb auch möglich, weil wir relativ dicht beieinander agierten in der Bezirksleitung. Liegt meine Tür oder lag die Tür meines Zimmers direkt an dem Gang, der also rüberführte zum Zentralkomitee, und er hatte dort auf diesem Gang, also, und da passierte auch, dass er mal ab und an mal vorbeikam, und gerade in diesen Tagen, wo sich die Dinge für uns schon zuspitzten und es immer wieder darum ging, wann machen wir es, wie machen wir es, wie soll die Sache anrollen. Und er erfuhr davon, dass es eine solche Information gegeben hatte, der Sekretäre, dieser drei Sekretäre, nicht des amtierenden Ersten dort, sondern des Presse- und Agitationssekretärs, Kultursekretär, die mitgeteilt hatten, dass man sich also unter dem Druck der Ereignisse dazu entschlossen hat, zu einem solchen Schritt entschlossen hat, und die nun die Bitte damit verbanden, dass Egon doch seinen Einfluss geltend machen möge, dass also das Militär dort nicht aktiv wird, sondern dass die auf den Appell ebenso reagierten wie die Bevölkerung. Das hat er dann abgesprochen, wie er mir das dann am Nachmittag sagte, also mit der Armee, also mit Heinz Kessler, mit dem Innenminister Dickel und auch mit Mielke, die er angerufen habe und denen er gesagt habe, also da spitze sich die Lage so zu, und die Genossen hätten sich an ihn gewandt und hätten versichert, dass also mit diesem Appell eine Garantie bestünde, dass die Demonstration nicht gewalttätig verläuft. Und aber der Springpunkt sei natürlich, also wie sich das Militär verhalte und unbedingt gewaltlos, also da formulierte sich schon diese These raus, also politische Konflikte nur mit politischen Mitteln. Also das sage ich mit voller Überzeugung, dass Krenz in dieser Weise versucht hat, also die Verhältnisse, die Lage zu moderieren. Das ist mit Sicherheit zutreffend. Ja. Weil da gab es einen solchen unklaren Punkt, dass also nach diesem Hilferuf, wenn ich mal so sagen will, eine zu lange Frist verstrichen sei. Aber ich habe ihn danach dann nochmal gefragt, er sagte, du entsinnst dich doch, das war die Frist, die ich brauchte, um den und den und den zu erreichen. Ja, wie weit nun die Uhrzeiten da liegen, das kann ich nicht genau sagen. Aber das Bemühen von seiner Seite ist so, wie ich es jetzt hier charakterisieren konnte. Die Bedeutung von Leipzig als Stadt der Demonstration gegen das Regime war ja immer gewichtiger eigentlich als Berlin. Die Leipziger Demo war die Demonstration schlechthin in der DDR, obwohl es in vielen anderen Städten auch gegeben hat, aber keine hat international auch so viel Beachtung gefunden wie die Leipziger. Und deshalb erscheint es ja ganz plausibel, dass wenn man schon ein Zeichen setzt, dass man es dann in Leipzig setzt. Es hat
Notärzte in Rufbereitschaft gegeben. Es soll Zelte gegeben haben, die Bereitstellung von Blutplasma. Vieles deutet ja darauf hin, dass in der Tat kurzfristig daran gedacht worden ist, gewaltsam gegen diese Demonstration vorzugehen. Also ich habe eine Äußerung von Honecker im Ohr, die er nicht zu mir gemacht hat, sondern die er beim Rumstehen gemacht hat. Irgendwo, also wenn es in Leipzig wieder zu so einer großen Demonstration kommt, dann muss man unter Umständen Panzer auffahren lassen. Mit Sicherheit nicht, dass Panzer etwa dort eingesetzt werden sollten, um die Leute niederzumachen, sondern als Drohgebärde. Entscheidend ist ja also, was mit einem solchen Befehl verbunden wird. Also bewegen Sie sich oder haben Sie scharf durchgeladen oder so. Nach meiner Meinung oder nach meiner Kenntnis und nach dem, was mir zugetragen worden ist, ist aber alles durch diese Vorkehrungen und Absprachen, ist alles also verhindert worden. Ja, und also auch die, sagen wir, die, das Entladen der Schusswaffen und so weiter ist im Ergebnis dieser Bemühungen von Grenz. Aber das hat sich nicht im Politbüro abgespielt, sondern das ist eine Sache, die spielt sich ab zwischen Grenz und Honecker und den drei Befehligern von militärischen Einheiten, ja, also Innenministerium, Staatssicherheit und Armee. Zu dieser Zeit, wenn ich es unterbrechen darf, Herr Schabowski, hatte sich ja im Politbüro wohl doch schon eine Mehrheit gebildet, die Honeckers Rücktritt wollte. Also eine Mehrheit gebildet, kann man so nicht sagen. Also die eigentliche, wenn ich es mal so ausdrücken darf, ja, konspirative Aktion ging erst los nach dem 8. Und sie entwickelte sich folgendermaßen. Krenz kam aus China zurück und hatte auf dem Weg von China, also in die DDR, den Entwurf einer Erklärung formuliert. Auch unter dem Eindruck dieses Artikels im ND, man weine den Leuten, die die DDR verlassen, keine Tränen nach, eine Formulierung, die von Honecker in den Artikel hinein formuliert worden ist und die also den Menschen ins Gesicht schlug. Sowohl denen, die also verlassen hatten, wie denen, die sie hier hinterlassen hatten und wie auch den anderen, die also unter den Auswirkungen dieses Exodus nun wirklich auch schon zu leiden begannen, ob es nun Gesundheitswesen war oder ob es Versorgung war, ob es die Betriebe waren und so weiter. Also die also kontrastierte in einer ganz rabiaten Weise mit der Realität. Das hat ihn auch beeinflusst dabei. Also die Reaktion, sagt er mir, auf dem Rückflug sei er noch so gewesen. Das war ja unmittelbar vor dem Jahrestag. Er hat das Ding dann in der Tasche gehabt. Am 8. Früh, am Sonntag, waren er und ich ins Ministerium für Staatssicherheit geladen, wo uns eine Lage beschrieben wurde. Übrigens auch einer der Punkte, die also aus denen geschlussfolgert wurde, dass wir genau Bescheid gewusst hätten über das Ausmaß dieser blutigen Ausschreitung. Ich kann immer nur wiederholen, was auch immer welcher Grünberockte dort erzählt hat, dass also das keine Rolle gespielt hat dort. Auch schwer vorstellbar, dass sich Mielke hinstellt und sagt, jetzt dann haben wir die verprügelt und haben sie nackend ausgezogen und an die Wand gestellt. Das wäre ja absurd. Sondern alles ist im Griff. Wir müssten heute mit Neuen rechnen und ihr stellt bitte wieder also irgendwelche Diskutierer zur Verfügung und so. So war die Absprache. Aber das nur nebenbei. In dieser Beratung hat mir Krenz den Entwurf dieser Erklärung zugesteckt. Wir saßen am Tisch. Die Sache war für uns zweitrangig. Sie wurde nachher sehr erstrangig. Aber das hatten wir alles nicht in der Vorstellung. Wir waren mit anderen Dingen befasst. Und ich las sie mir unter den Tisch durch. Das weiß ich noch. Und dann sind wir zurückgefahren. Das war ja ein Sonntag. Dann haben wir uns gleich zusammengesetzt, haben das Ding nochmal überpoliert. Und dann ging es nun wie weiter. Und da waren diese, wenn ich mal so sagen darf, Essentials drin. Die Sache mit der Träne, bei allem die Schmuse und die Quatsche, was in dem Ding drin steht. Und das also auch nicht so verstanden und akzeptiert wurde nachträglich als ein Wendedokument etwa. Aber da stand diese Formulierung drin. Und es stand gegen Ende der Erklärung stand drin, dass also man vernünftige
Medienpolitik machen musst, die mit dem Leben verbunden werden. Das war so eine Formulierung, die zielte in Richtung Schluss mit der Schönfärberei und so weiter. Die Leute so oft gemacht, Ehrlichkeit. Ja, und noch ein paar andere drei Punkte so da drin. Die mussten von Honecker natürlich als ein, der wusste, wer die Sache mit den Tränen gemacht hat, ja, als einer Form verstanden werden. Es war endlich der Punkt herangekommen, der Zeitpunkt, wo wir nun auch Farbe zu bekennen hatten und Grenz auch Farbe zu bekennen hatten. Alles andere spielte sich im Rahmen mehr oder weniger allgemeiner Lage, Diskussionen und Kopfschütteln ab. Aber jetzt kam ein Ding raus, Honecker, ich bin nicht einverstanden mit dir. Ja? Und mit Honecker nicht einverstanden zu sein, hieß entweder er geht oder wir gehen. Ja? Und er hat ihm diese Erklärung zugeschickt. Und er hat dann gleich angerufen, er saß ja zu Hause im Wandlitz. Und hat gesagt, hör mal, also dieses Ding geht nicht, ja, und das kommt nicht durch. Ich habe ja nur die Gespräche nicht selber hingehen, und er hat ja mit ihm gesprochen. Und er hat dann gesagt, also wir müssen unbedingt also die Sprachlosigkeit überwinden, Erich, und wir müssen, da war ja noch keine Bemerkung gegen Honecker drin, aber das, was dort gesagt wurde, war eben ein Aufräumen mit Honecker-Positionen. Und er hatte das auch verstanden, sonst hätte er nicht so reagiert. Und er hat auch ihm den Vorwurf gemacht, dass also das ein Schlag gegen die Einheit des Politbüros sei. Und so etwas hätte er nie getan, Honecker. Auch nicht, als Ulbricht abgelöst wurde. Und das ist nun, da hat sich für ihn dann in der Vergangenheit irgendetwas verklärt und idealisiert. Ja. Denn er war ein Mann, der also mit entsprechenden Apparatmethoden auch damals dafür gesorgt hat. Ja. Er konnte ihn aber nicht bewegen. Egon ist möglicherweise bleich geworden am Telefon, aber hat sich nicht umwerfen lassen. Das ist den Punkt an Konsequenz muss man festhalten. Ja. Er kam dann rüber zu mir und sagte, du Mensch, also jetzt hat der angerufen und ich sag, na, und wie ist die Sache ausgegangen? Ich war nicht im Spiel, aber er hat nicht also von mir gesprochen. Ja, sagt er, ich weiß es nicht, morgen will er mit mir nochmal darüber reden. Erstens hat er ihn dann am nächsten Tag gar kochen lassen vormittags und hat dann gegen Mittag oder so mit ihm dann die Gespräche fortgesetzt. Das lief dann schon völlig anders. Also mehr im Sinne von Werbung und von Überredung. Er möge doch also davon lassen und das könnte missverstanden werden und so weiter. Und er blieb dann hart und dann sagte er zum Schluss, na gut, also wenn du meinst, aber ich bin sicher, du wirst nicht durchkommen damit im Politbüro. Und damit war klar, die Sache kommt auf die Tagesordnung. Und dann erst setzten wir an, mit einigen Mitgliedern des Politbüros zu sprechen. Weil die ja davon informiert werden mussten, dass es bei dieser Erklärung gewissermaßen um den entscheidenden ersten Schritt ging. Die musste durchkommen. Unter Umständen hätte diese Sitzung des Politbüros schon zu dem Eklat führen können. Darüber waren wir uns nicht im Klaren. Und es gab, wie gesagt, mit einigen fünf weiteren Genossen, von denen wir sicher waren, dass sie das nicht verbreiten würden oder uns denunzieren würden. Und die aber auch so ein gewisses Gewicht hatten. Also mit, wie gesagt, mit Böhme, mit Lorenz haben wir gesprochen, mit Jarowinski haben wir gesprochen. Er hat mit einigen Genossen gesprochen. Damit klar wird, dass die Diskussion nicht also so verläuft, dass alles abgedreht wird. Und abdrehen hätte unter diesem Umstand auch bedeuten können, dass Egon sozusagen von der Schippe zu springen hätte. Ja? Dann fand, dass das war die erste, um jetzt mit viel Vorspann sozusagen auf Ihre Frage zu reagieren, der erste organisierte Schritt gewissermaßen, eine Mehrheit zu finden, oder zumindest eine qualifizierte Mehrheit, die also, sagen wir mal, Stimmungsbeeinflussung hätte ausüben können für die anderen, die da so mehr oder weniger unbeteiligt waren und doch nicht an so dramatische Entwicklungen dachten. Ja. So fing das erst an. Wie ist also die Sitzung gelaufen? Um 10. Die Sitzung ist, wenn man so will, auch ein Muster für die Taktik, mit der Honecker vorzugehen pflegte. In solchen oder in ähnlichen Situationen, solche Situationen vergleichbar hat es ja nicht gegeben, aber er
Also die Sache wurde auf die Tagesordnung gesetzt. Für die Mitglieder des Politbüros, die mit denen keine Vorabsprachen stattgefunden hatten, musste der Eindruck entstehen, dass Honecker also mit dieser Erklärung einverstanden ist, die jetzt nicht so diese Silbenstecherei betrieben hat mit den Tränen. Und die hatten jetzt zwar auch mitgekriegt, aber haben gedacht, aha, da vielleicht ist jetzt eine Absicht, das ein bisschen umzudrehen. So eine taktische Wendung waren ja drin im Geschäft. Oder die Sachen mit den Medien, das fanden die gut hinten und so. Ja. Also jede Vorlage ging er erst ins Politbüro, wenn er sie begutachtet und für geeignet hielt. Also man konnte annehmen, das ist eine Sache, die ist mit ihm gekommen. Außerdem stand kein Name drunter. Erste Sache. Zweite Sache. Er außerhalb der Tagesordnung und vor Beginn der Tagesordnung, also sprach er über ein Dokument, das ihn empört habe, eine Einschätzung der Jugendabteilung des Zentralkomitees, des Zentralrats, aus der hervorgehe, dass weite Teile der Jugend der DDR mit dem Kurs der Führung nicht einverstanden seien, dass sie nicht begreifen, dass man nicht die Perestroika übernimmt und dass die Führung zu alt sei und offensichtlich nicht mehr in der Lage sei, also die Zeichen der Zeit zu erkennen. Diese Auffassung ist dort nicht als die Meinung der Verfasser dieser Deckschrift sozusagen ausgedrückt worden, sondern diese Meinungen sind reflektiert worden, in Anführungsstrichen oder so, von bestimmten Gruppen. Und er nahm diese Formulierung zum Anlass, um zu sagen, es ist eine Unverschämtheit, unerhört, wie hier die Führung angegriffen wird. Und das müsse man zurückweisen, müsse sich fragen, ob die Unterzeichner nicht also aus der Arbeit entfernt werden müssen. Das war ein Angriff gegen Krenz. Denn Krenz war ja im Polit verantwortlich für Jugend. Er hatte diese Einschätzung gesehen, hatte sie Honecker zugestellt. Er hat sich also offensichtlich mit ihr identifiziert. Wenn man die angreift, die Einschätzung, greift man Krenz an. Also damit gab er der Debatte eine bestimmte Richtung, ohne die Erklärung, die Politbüroerklärung zu kritisieren, kritisierte er Sachverhalte, die in einer anderen Erklärung waren. Und damit gab er die Richtung an, wie man sich in der Diskussion zu verhalten hätte, wenn man mit Honecker übereinstimmen wollte. Und es gab aufgrund dieser Einleitung, gab es dann also von einigen also auch sehr empörte Reaktionen, das sei Mehrzahl der Mitglieder des Politbüros hatten ja schon also ein erhebliches Alter, ja, und fühlten sich nun alle angegriffen. Es gab ja eine Alterssolidarisierung unter Umständen. Ja. Aber insgesamt gesehen verlief die Aussprache doch so, dass Tendenzen der Erklärung bestätigt wurden aus dem jeweiligen Erfahrungsbereich der Politbüro-Mitglieder. Immer in der Annahme, na, ich erzähle ja hier nicht Schlimmete ungefähr, sondern so ist es ja wirklich und wir müssen uns ja nochmal durchringen dazu. So dass er zum Schluss ganz unverfroren so tat, als sei das auch seine Erklärung und sein Entwurf, den er mit ihm besprochen habe. Also taktisch schwenkte er ein, als er auch merkte, diese Erklärung wird gar nicht von der Mehrheit der Politbüro-Mitglieder als ein Affront empfunden. Also da hatte sich die Sache, diese Bedenken hatten sich bis zum gewissen Teil erübrigt, die er zuvor hatte. Und er war ja doch um Arrangements bemüht. Also ein Auseinanderfallen des Politbüros in dieser Situation hätte ja eine Schwierigkeit bedeutet. Dann hatte er noch folgenden, das war sein letzter taktischer Trick. Er zog ein anderes Papier aus seinem Aktenwerk hervor und sagte, hier gäbe es auch eine Erklärung, die allerdings anders sei als diese. Sie sei eine Einschätzung des 40. Jahrestages, des internationalen Ranges dieses Tages und der DDR und so weiter. Er würde vorschlagen, dass man vielleicht doch Elemente dieses Papiers mitverwende bei der Schlussredaktion der Erklärung. Und er schlage vor, dass die Schlussredaktion übernehmen Mittag, Hermann und Krenz. Damit war natürlich also eine Gewichtung ergeben, die ihm zu garantieren schien, jetzt wird eine andere Erklärung gemacht. Und obwohl er ja im Prinzip mit einverstanden war, aber man wird nur noch diese von ihm in letzter Minute vermittelten Gesichtspunkte mit hineinarbeiten und die beiden werden schon dafür sorgen. Und Krenz sagte daraufhin, er schlägt vor, also auch noch Schabowski in diese, was eigentlich ungewöhnlich war, denn ich hatte nichts mehr mit Schreiben zu tun, ich war ein Bezirkssekretär, was hatte der an so einer Beratung da zu tun, und er guckte dann einen Augenblick, stutzte und sagte, bitteschön, ja, so, bitteschön, also wenn du unbedingt willst, und dann zogen wir uns zurück und in dieser
merkwürdigen Besprechung kam es gar nicht zu großer Debatte. Das war, wie ich heute sagen muss, doch vielleicht schon symptomatisch dafür, dass Mittag, der ja kein Dummer war, also begriff, dass sich hier unter der Schale Dinge zu entwickeln begannen, die es zuvor nie gegeben hatte. Also gewisse Ungeheuerlichkeiten zeichneten sich ab. Und dass der Alte, sagen wir mal, so leger darauf reagierte, so relativ leger, und der Umstand, dass die Stimmung im Lande so war, die war ihm ja bekannt, ja, haben ihn sicherlich dazu veranlasst, keine große Debatte mehr zu veranstalten über eine andere Erklärung. Es kam dann im Prinzip diese Erklärung, vor allem mit den Formulierungen, die Grenze nicht für wesentlich hielten. Honecker ist am 17. Oktober gestürzt worden. Können Sie mal beschreiben, wie das vor sich gegangen ist? Die Sitzung des Politbüros verlief folgendermaßen. Im Ergebnis von Absprachen, die vorher getroffen worden sind, dass also er wie üblich die Sitzung eröffnete. Zu Beginn einer solchen Sitzung wird das Protokoll der letzten Politbüro-Tagung verlesen. Und dann wird mitunter, nicht immer, die Frage gestellt, ob es noch irgendwelche Fragen gibt, die der eine oder andere geklärt haben möchte durch Erörterung im Politbüro. Und auf eine solche Frage hin meldete sich dann Stoff und sagte, er hätte einen Vorschlag zur Tagesordnung, und zwar betreffend die Entbindung des Generalsekretärs Honecker von allen Funktionen und gleichzeitig auch die Entbindung also von Mittag und von Hermann von ihren Funktionen, weil also sie die Vertreter einer Politik seien, die nicht mehr tragbar ist. Das hat Honecker, was ich jetzt so referierend jetzt wiedergebe, hat Honecker mit unbewegter Miene sich angehört, mit steinernem Gesicht, kann man sagen. Und es hat ihn natürlich völlig überraschend getroffen, genauso wie es also die beiden anderen getroffen hat. Er hat dann nicht etwa Anstalten gemacht, also die Sache zurückzuweisen, sondern er hat dann gesagt, na bitte, also wenn also so eine Auffassung besteht, also dann wollen wir doch darüber diskutieren. Und er hat sicherlich noch immer die Erwartung gehabt, obwohl ihm schon unheimlich sein musste, wenn Stoff also einen solchen Vorschlag macht, dann ist da irgendwie groß gedreht worden, selbstverständlich. Aber er hat dann als noch immer Leitender dieser Beratung also angefangen, die Leute aufzurufen zur Diskussion. Es meldeten sich alle, wenn man so will, also zu Wort. Und von denen er annehmen konnte, die würden versuchen, das umzudrehen, sodass bezeichnend war, dass er Mittag als einen der Ersten, also kann nicht mehr genau sein, also jemand sagte als Dritter in der Erinnerung, als Fünfter etwa, und selbst Mittag sagte dann, er stimme diesem Antrag zu, weil er also der Meinung sei, dass ein Verbleiben von Honecker in der Funktion des Generalsekretärs und auch in den anderen Funktionen, also für die DDR und für die Partei, also nicht mehr zu verantworten wäre. Das haben wir natürlich mit Empörung zur Kenntnis genommen, weil also mit dieser schamlosen Glätte den Versuch zu unternehmen, sich von Honecker abzuheben, obwohl wir ja alle wussten, dass er so ein bisschen wie der böse Geist von Honecker war, das empfanden wir als besonders schändlich und das muss auch Honecker unerhört schwer getroffen haben, denn er war ja wirklich eng mit ihm vertraut. Und dann sprachen alle, ohne Ausnahme, auch Hermann, dafür, diesen Antrag zuzustimmen, der ja noch nicht die endgültige Inbindung darstellte, sondern dazu bedurfte ja der Absetzung der Entscheidung durch das Zentralkomitee. Ich möchte nur noch hinzufügen, dass Stoff diesen Antrag gestellt hat, war Teil unseres taktischen Planes. Wir hatten zeitweilig erwogen, dass 3 oder 4 Mann zu Honecker gehen, also Stoff, Krenz und ich, und ihm nahelegten, also seinen Rücktritt zu erklären. Wir sind dann wieder davon abgekommen und haben gesagt, wir wollen das möglichst also auf die denkbar breiteste Grundlage stellen durch eine Entscheidung im Politbüro. Wir hatten nicht mehr, das war ja alles im Verlaufe von wenigen Tagen dann passiert,
die Zeit und wollten auch nicht also zu viele Leute davon informieren, von denen wir nicht wussten, ob sie ihn nicht doch aus Loyalität dann angerufen hätten. Und dann hätte der Vorsitzende des Staatsrats und Vorsitzende des Nationalen Verteidigungsrats sicherlich irgendwelche Truppen in Marsch gesetzt und hätte diejenigen, die dann erkannt worden waren, wären als die Verschwörer, die hätte er dann sicherlich isoliert, in welcher Form immer. Wir konnten nur mit einigen reden, von deren Skepsis wir wussten und die sicherlich sich auf unsere Seite stellen würden. Mit einem beispielsweise, mit Eberlein, habe ich noch in der, also am, zu Beginn, 3 Minuten vor der Sitzung noch, der kam ja aus Magdeburg, mich unterhalten, so an der Wand, habe gesagt, heute, Werner, klappt der Laden, ich hoffe, du wirst also richtig entscheiden. So spielte sich das ab und der taktische Plan war, von Stoff die Sache vortragen zu lassen, denn wenn Stoff die Sache vorträgt, würde das schon eine ganze Reihe von, sagen wir mal, mehr oder weniger unsicheren Kantonisten einbinden, die sich dann sagen, na, wenn Stoff, also dann ist der Laden ja schon so halb gelaufen, da bleibt uns ja nichts anderes übrig. Hat Stoff da Einschränkungen gemacht? Stoff hat dort keine Einschränkungen gemacht, aber mich rief Krenz noch am Sonntagabend oder am Montag, die Sitzung war am Dienstag, an und teilte mir mit, dass Stoff nicht bereit sei, zuzustimmen oder vorzuschlagen, dass Honecker aus allen Funktionen entfernt wird. Er sei der Meinung, man solle also einen Kompromiss wählen und ihn als Staatsratsvorsitzenden belassen. Das war ein solches Symptom für die Kompromisslerei, wie über die schon an anderer Stelle etwas gesagt habe. Also nicht zu begreifen, dass die entschiedene Zäsur in der Politik nur möglich sein würde, wenn man eine entschiedene personelle Zäsur schaffen würde. Und ich habe Krenz bestimmt, das ist unmöglich. Du bringst dich selber in eine unmögliche Situation, wenn du ihn dir so erhältst, als jemanden, der dir unablässig in die Suppe spucken wird, der dich zu bevormunden versuchen wird. Das geht nicht. Hier muss ein radikaler Schritt unternommen werden. Ich wusste, dass ich der sowjetische Botschafter mit in irgendeinem anderen Zusammenhang noch treffen würde mit dem Ministerpräsidenten, habe den sowjetischen Botschafter dann am Montag früh angerufen und ihn also von der Absicht unterrichtet, dass am kommenden Dienst, also am bevorstehenden Dienstag, der Schnitt vollzogen werden sollte, dass es aber noch solche Bemühungen gibt. Das wäre eine, nicht nur eine halbe Lösung, das wäre überhaupt keine Lösung, wenn es dabei bliebe. Er möge doch seinen Einfluss geltend machen auf Stoff, dass er sich also für die entschiedene Lösung, zu der entschiedenen Lösung bequemt. Ich kann nur daraus schlussfolgern, welche Bemühungen sonst da noch eingesetzt haben, dass das doch gefruchtet hat, denn die Entscheidung sah so aus. Ich konnte den Botschafter unbefangen anrufen. Unbefangen sage ich deshalb, weil das natürlich immer ungünstig ist, wenn man also die sowjetische Seite, sagen wir mal, zu sehr involviert in solche Dinge, die unsere eigene Sache sein mussten. Auch in Respektierung dessen, was ich vorhin sagte, dass die Sowjetunion also nichts mehr mit brezhnevistischen Methoden zu tun haben wollte. Ich konnte mir das deshalb erlauben, weil an diesem Tag Tisch nach Moskau gefahren war und Tisch von uns den Auftrag hatte, Gorbatschow zu informieren über das, was sich am nächsten Tag abspielt. Er hatte auch Gelegenheit dazu. Also hier war schon eine Konkurrenz von Schritten gegeben. Man musste dadurch niemanden desavouieren, ja, oder kompromittieren. Wie haben die Sowjets reagiert, als sie erfahren haben, dass Honecker... Ich glaube, ich habe es ja im Gespräch mit Kotschemassow gemerkt, dass sie erleichtert waren und dass sie es also als unbedingt notwendig erachtet haben. Natürlich konnten wir nicht damit rechnen und das war auch nicht die Absicht, die dieser Information an sie zugrunde lag, dass sie sich in besonderer Weise, engagieren können. Eben aus den Überlegungen heraus, die ich nannte, dass also die alte Brezhnev-Masche also nicht mehr gültig war. Aber wir empfanden es als notwendig gegenüber unseren Freunden und deren Beispiel ja für uns auch leider viel zu spät Impuls war oder Stimulanz war, diese Dinge zu machen, dass sie nicht erst durch die Umstände selbst also davon Kenntnis erhielten, sondern dass sie wenigstens also, wenn auch sehr kurzfristig, Bescheid wissen sollten, dass es so ist und
So hat Gorbatschow auch nach der Darstellung von Tisch auf diese Information reagiert. Er hat nicht groß kommentiert, sondern er sagt, ich hoffe, es geht alles gut und ihr könnt also auf unsere Solidarität rechnen, wenn ihr die Dinge in den Griff bekommt. Montags in Leipzig. Auch nach Honeckers Rücktritt wird demonstriert. Die Regierung Krenz entschließt sich zu einem spektakulären Schritt. Es ist eine Empfehlung des Politbüros aufgegriffen worden, dass man aus dem Entwurf des Reisegesetzes den Passus herausnimmt und in Kraft treten lässt, der wie man so schön sagt oder so unschön sagt, also die ständige Ausreise regelt. 9. November. Auf einer Pressekonferenz verließ Schabowski von einem Zettel den Beschluss zur Veränderung der Situation der ständigen Ausreise von DDR-Bürgern nach der BRD über die CSSR. Nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Zuständige Abteilung Pass- und Meldewesen der VP, der Volkspolizei, Kreisämter in der DDR sind angewiesen, Visa zur ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen, ohne dass dafür noch geltende Voraussetzungen für eine ständige Ausreise vorliegen müssen. Ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD erfolgen. Das war zu einer Zeit, in der viele Dinge gleichzeitig passierten. Der Flüchtlingsstrom aus der Tschechoslowakei wuchs von Tag zu Tag. Ich vermute mal, dass die Regierung der CSSR sie auch bedrängt hat, da was zu unternehmen, was immer das sein könnte. Zur gleichen Zeit tagte das Zentralkomitee in Berlin und sie hatten das Vergnügen, wenn es denn eins war, als der neu ernannte Pressesprecher täglich davor die Öffentlichkeit zu gehen. Während einer dieser Pressekonferenzen, ich weiß das noch genau, weil ich das live zufälligerweise in meinem Büro gesehen habe, das muss wohl gewesen sein um 19.23 Uhr, kam diese historische Szene mit dem Zettel. Erzählen Sie uns mal, wie dieser Zettel zustande gekommen ist, von wem der stammt, wer das geschrieben hat, was da drauf stand. Wie war das an diesem Abend? An diesen sogenannten Zettel, da knüpfen sich ja alle möglichen Spekulationen und Deutungen. Das ist alles also viel banaler gewesen, als das mancher vermutet hat. Die zweifellos farbigste Deutung war die, die mir vor einiger Zeit mal direkt als Frage gestellt wurde, ob mir nicht also der KGB diesen Zettel zugeschoben habe. Ich muss den verneinen, der hat ihn mir nicht zugeschoben. Möglicherweise wäre ich dann jetzt schon also bei Radio Moskau und würde dort vielleicht Kommentare schreiben oder dergleichen. Also ich muss es entmystifizieren. Sie haben recht mit Ihrer Bemerkung, Herr Friedrichs, dass einer der Umstände, die letztlich diese Bemerkung um 19.23 Uhr bewirkt haben, zu suchen ist in der Ankündigung der Führung der CSSR, ich sage immer Führung, weil es sowohl die Parteiführung wie die Regierung betraf, dass sie also die Situation auf die Dauer nicht mehr beherrschen könnten, die sich dort in der bundesrepublikanischen Botschaft abspielt. Das bliebe ja nicht ohne Rückwirkungen auf ihre eigenen Leute, auf die sogenannten Dissidenten in der CSSR. Man würde sich unter Umständen gezwungen sehen, die Grenze dicht zu machen. Das war ein Faktor, der also auf diese Situation gewirkt hat, also wenn man so will, der äußere Faktor. Der innere war der, dass wir, wie Sie wissen, als eine der ersten Maßnahmen ins Auge gefasst und auch zu realisieren versucht haben, ein neues Reisegesetz zu schaffen. Der Entwurf dieses neuen Reisegesetzes war wenige Tage zuvor veröffentlicht worden. Wir fühlten uns also in der Pflicht gegenüber den Bürgern, denn also die Unmöglichkeit, frei zu entscheiden, wohin man wollte, war ja eine wesentliche Quelle des Protestes und der Ablehnung
der SED-Politik zuvor gewesen und wir wussten, dass wir, wenn wir etwas Neues versuchten, also unbedingt uns dieser Frage zuwenden. Die Veröffentlichung dieses Reiseentwurfs, dieses Entwurfs des Reisegesetzes hat also zu unserem eigenen Entsetzen, sage ich mal, eine Welle des Protestes hervorgerufen, weil die Menschen durch jahrelange Training, muss man sagen, entsprechend sensibilisiert, sofort an bestimmten Formulierungen dieses Gesetzes wieder erkannten, dass hier Einschränkungen, Reglementierungen eingebaut waren, die sie eben strikt ablehnten und die wir auch nicht im Sinne hatten. Aber wir haben es eben den Fachleuten überlassen, der Regierung überlassen. In der Regierung saßen ja noch die alten Leute und die konnten sich von diesen alten bürokratischen, restriktiven Praxisen, einfach Praktiken nicht lösen und haben also, das hat dann seinen Niederschlag wieder in diesen Formulierungen gefunden. Wir kriegten also die ersten Signale, dass also bei Beibehaltung dieses Entwurfs es unausweichlich zu Streiks kommen würde. Also diese Ablehnungswelle, die Furcht vor Streiks, also da sind nun die Leute, die etwas verändern wollen, das Erste, was sie mobilisieren, sind Streiks gegen sich selbst, das durfte nicht stattfinden. Und die Befürchtung, dass durch ein mögliches Schließen der Grenze zur CSSR sich dort eine eklatartige Situation entwickeln würde. Die Menschen würden also von Torschlusspanik ohne dies getrieben weiterhin zur Grenze fahren. Es würde sich dort ein Riesenstau ergeben. Es würden sich Solidarisierungen aus umliegenden Ortschaften ergeben. Es würde möglicherweise zu gewaltsamen Grenzdurchbrüchen kommen. Also das zusammengenommen hat uns dazu bewogen, schnell und deutlich auszuweisen, was unsere eigentlichen Absichten sind, nämlich mit einem neuen Reisegesetz zu sichern, dass jeder Bürger sein souveränes Recht, dorthin zu fahren, wohin er möchte, voll wahrnehmen können. Deshalb ein Vorgriff, nichts anderes war das, auf ein künftiges Reisegesetz. Und zwar ein Vorgriff, der also regeln sollte in dieser großzügigen Manier, muss ich wieder in Anführungsstrichen sagen, es ist die normale Manier, die Reisen in die BRD, weil ja nun natürlich also zwischen DDR und Bundesrepublik also ja doch Tatbestände wirkten, die man in Rechnung stellen musste. So ist also die Empfehlung des Politbüros zustande gekommen an die Regierung, die ja nicht mehr im Amte war, sondern nur noch eine interimistische Verwaltung, wenn man so will, schnellstens eine solche Verordnung auszuarbeiten. Der Text der Verordnung lag dann vor am ersten Tag der Beratung der 10. Tagung des Zentralkomitees. Und wir hatten uns ja entschlossen zu solchen Briefings über das Zentralkomitee. Und ich war nicht der Sprecher, aber in meiner Eigenschaft als Verantwortlicher für Fragen der Medienpolitik bot sich ohne dies niemand anders an als ich, der dort also Informationen für die internationale Presse geben sollte. Und bevor ich rüberfuhr zum Pressezentrum, drückte mir Krenz nicht irgendeinen Zettel in die Hand, sondern exakt den Wortlaut des Beschlusses, also das Papier der Regierung, in dem also der Text oder die Inhalte, die Modalitäten dieser Regelung formuliert waren. Da ich das kannte, also ich will ausdrücklich betonen, es war der erklärte Vorsatz dieses Politbüro, dass eine solche Regelung zustande käme, habe ich das also schnell mit rübergenommen. Ich hatte auch nicht mehr die Zeit, mir das durchzulesen. Habe dann während des Briefings noch mal kurz auf diesen Text geschaut. Habe aber zunächst mal informiert über den Ablauf der Beratung des Zentralkomitees, die ja auch nicht so, so glatt gefucht verlief. Ja, so harmonisch verlaufen war. Es gab ja schon Kaderprobleme und so weiter. Und habe dann gewissermaßen als Ersatz eines Regierungssprechers, wenn man so will, ja, anschließend und mit etwas Understatement, muss ich zugeben, also den Text dieser Verordnung verlesen.
Ich habe auch nicht, also mir ist nicht ein Zettel zugesteckt worden, ich hatte ihn, aber Sie wissen ja, man schreibt sich so ein paar Dinge auf, Sie haben ja auch hier ein paar Papiere und während des Verlaufs einer solchen Konferenz, dann nimmt man ein Papier zu und dann ein anderes. Als ich zu diesem Thema überschwenkte, musste ich nochmal in meine Papiere schauen, das war nicht an die dritte Stelle und nicht an die letzte Stelle geraten, also da habe ich es vorgezogen, es ist möglich, dass auch jemand dazu kam und mir helfen wollte, dabei den Zettel schnell zu finden. Dadurch ist dieser, sagen wir mal, zufällige und absolut improvisierte Eindruck entstanden. Er war nicht so improvisiert. Natürlich war die Maßnahme letztlich überhastet, schnell getroffen worden. Aber ich bin der Meinung, wir hatten keine andere Chance. Also jedenfalls, das, so hat sich das dort abgespielt, als ein Vorgang, der von uns bewusst in Gang gesetzt worden war und über dessen Ausgang ich dort informiert habe. Jetzt muss ich und darf ich gleich dazu sagen, dass also wir nicht natürlich gerechnet hatten, also mit den Reaktionen, die sich dann abends und in den Nachtstunden in Berlin abgespielt haben. Noch in der Nacht auf den 10. November strömen Tausende über die offene Grenze. Am 6. Dezember tritt Egon Krenz zurück. Der runde Tisch übernimmt die Regierungsgeschäfte. Am 21. Januar 1990 hält die SED, nun SED-PDS, Gericht über ihr altes Politbüro, auch über Günter Schabowski. Ich bekam ein Schreiben des Vorsitzenden der Schiedskommission, Wieland, Mitglied des Parteivorstandes, das, wonach ich mich einzufinden hätte oder aufgefordert wurde, mich einzufinden an diesem besagten Tag im Januar, im Gästehaus des Zentralkomitees an der Spree, das Gästehaus des Parteivorstandes. Und in dem Brief wurde mir auch noch mitgeteilt, dass ich mich vorbereiten sollte, um auf Befragungen zu reagieren und zu antworten, die von der Schiedskommission an mich gerichtet würden. Fragen, wie weit ich dazu beigetragen habe, dass also innerhalb der alten Führung der Personenkult sich entwickeln konnte, was meine Rolle in den Entscheidungen am 7. Und, oder an den Ereignissen am 7. und 8. war. Also direkt die Aufforderung, mit mir selbst ins Gericht zu gehen. Ich habe das also mit nicht sehr großer Freude, muss ich sagen, entgegengenommen, weil mir das genau der Stil zu sein schien, den diese Partei überwinden müsste, wenn sie die Mitglieder dieser Partei als selbstständig handelnde, souveräne Individuen betrachtet. Es war die Aufforderung zu einer Art von Strafarbeit. Andererseits muss ich auch sagen, ich habe mich mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Insofern war das nicht so verkehrt. Aber der überwiegende Eindruck war dieser. Und wir haben uns denn dort getroffen und in der Tat waren die meisten Mitglieder des alten Politbüros dort versammelt. Und das ging dann also im Laufe eines Tages vonstatten. Wo haben Sie gesessen? In einem Saal? Wir haben in einem Vorzimmer gesessen da und man hat uns dann verschiedentlich also Henkerskaffee gereicht. Und immer nach einer Stunde oder nach einer halben Stunde oder nach zwei Stunden kam dann einer raus und teilte mit, dass er ausgeschlossen sei.